Nachdenkseiten. Die kritische Website. Cum-Ex-Skandal. Hat Kanzler Scholz gelogen, sein Sprecher oder beide zusammen? Von Florian Warwick. Neueste Entwicklung in der Causa Cum-Ex. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat die Strafanzeige von Fabio De Masi gegen Kanzler Scholz wegen uneidlicher Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss abgewiesen. Die Begründung der Staatsanwaltschaft lautet zusammengefasst: Sein Sprecher habe die Öffentlichkeit womöglich belogen und nicht Scholz selbst. Dass der Sprecher Hebestreit seine Ausführungen gemacht hat, um den Eindruck eines geordneten Hauses zu erwecken. Die Nachdenkseiten baten vor diesem Hintergrund den Regierungssprecher darum, doch bitte mal Klarheit zu schaffen, wer denn nun in der Angelegenheit mutmaßlich gelogen hat. Dieser reagierte zunächst mit der gewagten Behauptung, der Verweis des Fragestellers, dass die Staatsanwaltschaft in Hamburg weisungsgebunden ist, sei eine Unterstellung. Am 28. August 2023 hatte der Finanzexperte Fabio De Masi Strafanzeige gegen Bundeskanzler Olaf Scholz beim Hamburger Generalstaatsanwalt eingereicht. Begründung: Olaf Scholz hätte nachweislich unter Eid den Untersuchungsausschuss zur sogenannten Warburg-Bankaffäre belogen und Erinnerungslücken vorgetäuscht. Er belegte dies in der Strafanzeige umfassend und detailliert. Die Nachdenkseiten berichteten darüber. Dazu zwei Verlinkungen innerhalb des Textes. Genau 3 Monate später, am 28. November 2023, erklärte nun die Hamburger Staatsanwaltschaft, wie alle Staatsanwaltschaften in Deutschland, gegenüber der Exekutive weisungsgebunden. Dienstherrin ist im konkreten Fall die grüne Justizsenatorin Anna Gallina, dass man beschlossen habe, kein Ermittlungsverfahren gegen den Bundeskanzler einzuleiten. Es lägen angeblich keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Straftat, Lüge unter Eid vor einem Untersuchungsausschuss vor. Denn, so die vielsagende Argumentation in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft, welches dem Business Insider vorliegt, ebenfalls verlinkt und auf Nachfrage der Nachdenkseiten so auch von De Masi bestätigt wurde: Es kommt ebenso in Betracht, dass der Sprecher Hebestreit seine Ausführungen gemacht hat, um den Eindruck eines geordneten Hauses zu erwecken. Die Staatsanwaltschaft schiebt den schwarzen Lügenpeter folglich vom Kanzler auf dessen Sprecher weiter. Man nennt dies gemeinhin wohl auch Bauernopfer. Gegenüber den Nachdenkseiten erklärte De Masi um seine Einschätzung des Vorgangs gebeten: Ich habe bei der Lektüre des Schreibens der Staatsanwaltschaft Tränen gelacht. Die Staatsanwaltschaft räumt zwar ein, dass die Vorgänge rund um die Erinnerungslücke widersprüchlich sind, die Staatsanwaltschaft sagt aber gleichzeitig, der Kanzler habe womöglich ein Treffen mit dem Cum-Ex-Bankier nur auf Verdacht bestätigen lassen, obwohl er sich daran gar nicht erinnert habe. Der Sprecher Hebestreit habe dabei womöglich einen Kalendereintrag nur vorgetäuscht, um den Eindruck eines geordneten Hauses zu erwecken. Man hat bei der Hamburger Staatsanwaltschaft offenbar eine wilde Fantasie. Im Kern sagt die Staatsanwaltschaft, Scholz habe nicht zwingend im Untersuchungsausschuss gelogen, weil vielleicht ja nur sein Regierungssprecher die Öffentlichkeit belogen hat. Dies zeigt, dass wir dringend unabhängige Staatsanwaltschaften in Deutschland brauchen. Zitat Ende. Vor diesem skizzierten Hintergrund wollten die Nachdenkseiten auf der aktuellen Bundespressekonferenz von Regierungssprecher Steffen Hebestreit wissen, wer denn nun tatsächlich gelogen hat, er sich für Olaf Scholz opfernd oder doch der aktuell amtierende Kanzler höchstpersönlich. Der Austausch geriet für einige recht unterhaltsam. Herr Hebestreit, ich muss mal auf das leidige Thema Cum-Ex und die angeblichen Erinnerungslücken von Olaf Scholz zurückkommen. Die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft in Hamburg hat jetzt die Strafanzeige von Fabio De Masi wegen uneidlicher Falschaussage abgewiesen, mit der Begründung, der Sprecher von Scholz habe die Öffentlichkeit womöglich belogen und nicht Scholz selbst. Wenn ich ganz kurz zitieren darf, dass der Sprecher Hebestreit seine Ausführung gemacht hat, um den Eindruck eines geordneten Hauses zu erwecken. Das heißt, die Staatsanwaltschaft schiebt jetzt den schwarzen Peter ein bisschen ihm zu. Da würde mich interessieren, können Sie da ein bisschen Klarheit schaffen und sagen, wer jetzt mutmaßlich gelungen hat, Sie sich selbst so opfern für den künftigen Kanzler oder Olaf Scholz selbst? Herr Warwick, wenn ich mal alle Unterstellungen, die Sie in Ihre Frage reingepackt haben, unter anderem der Staatsanwaltschaft Hamburg gegenüber mal weglassen. Ja zitiert. Nee, die haben die Unterstellung gemacht, weil sie weisungsgebunden sei, die wollen ja was insinuieren. Habe ich von dieser Stelle zu dieser Thematik, hier sitze ich als Regierungssprecher und spreche für die Bundesregierung der aktuellen Legislaturperiode, gar nichts beizutragen, kann aber sagen, dass ich das, was ich Ihnen das letzte Mal
oder das erste Mal, als Sie die Frage stellen, dass es jedem frei steht, eine Anzeige zu erstatten und es dann an den jeweiligen justiziellen Apparaten ist, das zu beantworten, weiterhin richtig. Noch eine Nachfrage. Sie hatten dem Medienmagazin der Journalist mal in einem Interview erklärt, dass einer der Grundsätze als Regierungssprecher sei, du darfst nicht lügen. Können Sie uns versichern, dass dieser Grundsatz auch galt, als Sie noch Sprecher von Olaf Scholz waren, als dieser noch das Amt des Finanzministers innehatte? Herr Warwick, das gilt für den Regierungssprecher genauso wie für Journalisten. Ja, und dann hatte ich Herrn Jessen Es folgen Quellenbelege für die getroffenen Aussagen bei der Bundespressekonferenz. Erstens, weisungsgebundene Staatsanwaltschaft. Die Behauptung des Regierungssprechers, es würde sich bei dem Verweis darauf, dass Staatsanwaltschaften in Deutschland weisungsgebunden seien, um eine Unterstellung handeln, lässt sich recht leicht mit einem Verweis auf folgende Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages widerlegen. Dort heißt es unmissverständlich: Deutschlands Staatsanwälte sind weisungsgebunden und in eine hierarchische Ordnung eingegliedert. Die Weisungsgebundenheit ist mithin der entscheidende Unterschied zum Berufsfeld des Richters, der in seinen Entscheidungen unabhängig ist. Artikel 97 Absatz 1 Grundgesetz. Weisungen können sich mangels gesetzlicher Beschränkung auf jede staatsanwaltschaftliche Aufgabe und jeden Zeitpunkt beziehen. Zitat Ende. Dieser Sachverhalt wurde auch bereits vom Europäischen Gerichtshof EuGH kritisiert. Dieser stellte in einem Urteil vom 27. Mai 2019 fest, dass deutsche Staatsanwaltschaften nicht hinreichend unabhängig gegenüber der Exekutive seien. Deutsche Staatsanwaltschaften dürfen seit diesem Urteil keine europäischen Haftbefehle mehr ausstellen, da die Gefahr einer Einflussnahme durch die Exekutive bestehe, etwa durch ein Justizministerium. Zweitens. Quelle für das Zitat, du darfst nicht lügen. Das in der zweiten Frage angeführte Zitat, für jeden Regierungssprecher, jede Regierungssprecherin gilt, du darfst nicht lügen, findet sich in folgendem Interview mit dem Medienmagazin Journalist vom 2. Mai 2022, Journalismus und Demokratie, du darfst nicht lügen, verlinkt innerhalb des Textes. Drittens, Belege für die Lügen von Scholz und seinem Pressesprecher. Im Februar 2020, der Wahlkampf zur Hamburger Bürgerschaft lief gerade auf Hochtouren, veröffentlichten Zeit und NDR Auszüge aus Dokumenten, Tagebuch des privaten Bankiers Olearius, aus denen hervorging, dass Scholz sich entgegen der bisherigen Darstellung sehr wohl Ende November 2017 mitten im aufgeflogenen Steuerskandal zumindest einmal mit dem Miteigner der Warburg Bank getroffen hatte, in seinem Arbeitszimmer. Erst nach dieser Veröffentlichung räumte Scholz das Treffen ein und ließ über seinen damaligen Pressesprecher im Finanzministerium Steffen Hebestreit Folgendes verlautbaren. Zu den Aufgaben eines ersten Bürgermeisters gehört es, mit den Wirtschaftsvertretern der Stadt im regelmäßigen Austausch zu stehen. So hat es auch ein Treffen von Olaf Scholz mit Herrn Olearius im November 2017 im Arbeitszimmer des Bürgermeisters gegeben, wie aus dem Kalender des ersten Bürgermeisters hervorgeht, der Senatskanzlei vorliegen müsste. Wieso dies bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage nicht berücksichtigt worden ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Zitat Ende. An der Korrektheit von dessen Darstellung bestehen erhebliche Zweifel. Demasi spricht in diesem Zusammenhang davon, dass dies mehrfach gelogen sei und führt dies auch aus. Zitat. Erstens, der Termin stand nicht mehr oder gar nie in Scholz' Kalender, da der Termin laut seiner Büroleiterin im März 2018 nicht ins Finanzministerium überspielt wurde. Zweitens, dem Hamburger Senat lag der Kalender nicht mehr vor, was Scholz' Leute wussten, da der Senat ja bei ihnen angefragt hatte. Drittens, warum der Hamburger Senat die Treffen nicht eingeräumt hatte, entzog sich nicht ihrer Kenntnis, da Scholz selbst dafür verantwortlich war. Er hatte dem Hamburger Senat nicht geantwortet. Zitat Ende. Es liege, so der Finanzexperte, weiter auf der Hand, dass Scholz den Kalendereintrag vorgetäuscht habe, um später noch die Option Erinnerungslücke anführen zu können, falls die weiteren Termine noch entdeckt werden würden. Scholz, so die Erläuterung von Demasi, konnte zu dem Zeitpunkt ja nicht einschätzen, was noch in den konfiszierten Tagebüchern des Warburg-Miteigners stand und bis zu welchem Grad Journalisten dazu Zugang hatten. Überprüfen wir nun, soweit möglich, die drei von Demasi angeführten Punkte. Erstens, der Termin stand nicht mehr oder gar nie in Scholz' Kalender.
Alle verfügbaren Informationen bestätigen diese Darlegung von Demasi. Im April 2021 schickte, wie unter anderem auch der Spiegel berichtete, die langjährige Büroleiterin von Scholz, Janet Schwamberger, ein Schreiben an den Untersuchungsausschuss in Hamburg. In diesem berichtet sie über den Umgang mit dem Terminkalender und erklärt, als Scholz 2018 von Hamburg nach Berlin gewechselt sei, habe man die Daten aus den Jahren 2014 bis 2018 in den Ministerkalender im Microsoft Outlook übertragen. Dazu ergänzte sie dann allerdings, und jetzt wird es interessant, zum Termin von Scholz und Olearius finden sich keine Einträge im Ministerkalender des Bundesministeriums der Finanzen. Zitat Ende. In einer internen Mail, datiert auf den 25. April 2021, die dem Stern vorliegt und nicht vom Bundeskanzler dementiert wurde, äußert sich seine Büroleiterin noch expliziter und erklärt, sie habe noch nie einen Termin mit Olearius von November 2017 im Kalender gesehen. Hintergrund der Aussage? Am 30. April 2021 war Scholz vor dem Untersuchungsausschuss in Hamburg geladen. Für diesen Zweck verfasste sein damaliger Staatssekretär Wolfgang Schmidt, der als engster Vertrauter des jetzigen Bundeskanzlers gilt, in Zusammenarbeit mit Scholz' Büroleiterin einen Sprechzettel für ihn. Darin heißt es unter anderem als Formulierungsvorschlag, der per Mail an Schwamberger geht: Im November 2017 hat sich der damalige erste Bürgermeister Olaf Scholz mit Herrn Olearius in seinem Bürgermeisteramtszimmer zu einem Gespräch getroffen. Dies ist dem Dienstkalender des Bürgermeisters zu entnehmen. Zitat Ende. Darauf antwortet Scholz' Büroleiterin laut der dem Stern vorliegenden Mail an Schmidt und Hebestreit um 22.30 Uhr: Das irritiert mich. Ich habe noch nie einen Termin von Olearius von November 2017 im Kalender gesehen. Auch nicht einen Termin im Oktober 2017. Das ist alles merkwürdig, aber wir sind alle Kalender durch. Zitat Ende. Später dann im Untersuchungsausschuss, auf den nicht belegbaren Kalendereintrag angesprochen, präsentiert Scholz eine sehr eigenwillige Erklärung. Bedingt durch IT-Probleme im Finanzministerium seien im Kalender ab Mitte Oktober 2017 ausschließlich Termine meines Amtsvorgängers, Bundesminister Altmaier, zu finden. Weiter führt er aus: Insofern gehe ich davon aus, dass das Treffen stattgefunden haben wird, auch wenn ich daran keine eigene Erinnerung habe. Zitat Ende. Doch diese Scholz'sche Version wird durch Ermittlungen des Landeskriminalamts LKA Nordrhein-Westfalen zumindest teilweise in Frage gestellt, denn das LKA hatte im Laufe der Untersuchungen zu Cum-Ex ein damaliges E-Mail- und Kalenderpostfach von Scholz zu seiner Zeit als Bürgermeister beschlagnahmt und dies mittlerweile ausgewertet. Diese Auswertung ist einsehbar. Für den fraglichen 10. November 2017 sind dort genau 8 Termine festgehalten, beginnend von 9 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Aufgeführt werden an Terminen unter anderem der Besuch eines Forschungszentrums sowie die Eröffnung einer Fachkonferenz. Doch was fehlt, ist ein Termineintrag für das Treffen mit dem Warburg-Vertreter. Ebenso präsentiert sich die Lage zu den von Demasi aufgeführten Punkten 2 und 3. Denn seit letzter Woche liegt eine weitere Antwort des Hamburger Senats auf eine Anfrage der dortigen Linksfraktion vor, die wissen wollte, wieso der Senat Ende 2019 das mittlerweile eingeräumte Treffen zwischen Olearius und Scholz dementiert hatte. Die Antwort hat es in sich. Der Senat räumt in seiner Antwort ein, dass er damals gar keinen Zugriff mehr auf den Kalender von Scholz gehabt habe, da dieser zu diesem Zeitpunkt bereits in Berlin als Finanzminister tätig war. Zwar habe man entsprechend bei ihm im Bundesfinanzministerium nachgefragt, aber eine Rückmeldung sei innerhalb der für die Beantwortung der schriftlichen kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht erfolgt. Die Auskunft, dass es keinerlei Gespräche gegeben habe, hätte man dann auf der Grundlage gegeben, weil grundsätzlich der erste Bürgermeister in einem steuerlichen Verfahren nicht beteiligt ist. Alles spricht gegen die Version von Scholz. Wir können festhalten, alles spricht für die Darlegung von Demasi und alles gegen die Wahrhaftigkeit der Erklärung von Hebestreit im Namen des jetzigen Bundeskanzlers und auch bezüglich Scholz' eigener Aussagen vor dem Finanzausschuss des Bundestages sowie, in seiner Implikation noch gravierender und strafrechtlich relevant, gegenüber dem Hamburger Untersuchungsausschuss.
Auf Grundlage dieses neuen Erkenntnisstandes gerät die gesamte bisherige Argumentationsgrundlage des amtierenden Kanzlers endgültig ins Wanken. Denn Scholz räumte zwar häppchenweise und nur nach medialem Druck zumindest 3 Treffen mit dem kriminellen Banker ein, berief sich dabei aber immer auf angebliche Kalendereinträge. Eigene Erinnerungen, so betonte er es immer wieder vor dem Bundestag und dem Hamburger Senat, hätte er an keines der Treffen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.